Jo Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Leute, es gab ein paar Komplikationen. Das letzte Video, was ich aufgenommen habe, war leider komplett, also wirklich komplett asynchron, wirklich komplett. Deswegen zeige ich euch jetzt eine Folge im Prinzip ausgelassen zwischendrin, aber den Rest kann ich euch wirklich zum Glück zeigen. Da freue ich mich auch drüber. Ja, ich wünsche euch damit viel Spaß. Ab dem nächsten Video, also morgen, ab morgen, wird es für euch auch ein bisschen anders, denn ich habe mal ein bisschen mit meinem Mikrofon rumgespielt, wie ihr vielleicht gerade auch schon ein bisschen hört. Ich fand meine Videos ein bisschen zu leise. Ihr seht das alles dann morgen. Leute, ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Ich wünsche euch viel Spaß und ja, bis dann. Und viel Spaß mit dem Video. Also was mir jetzt schon auffällt, wir brauchen unbedingt auch nochmal mehr Spitzhacken. Also ich habe zwar genug Spitzhacken mit Glück 3 und sowas, aber wenn ich sehe, dass ich hier diesen kleinen Mini-Raum aushebe gerade, also es ist ja wirklich nicht viel, und einfach so viele Spitzhacken dabei anfallen, das ist echt uff. So Leute, ich bin fertig mit Ausheben. Es ist ein entspannter Raum, würde ich sagen. Jetzt nicht groß, aber auch nicht allzu klein. So, naja Leute, ich würde sagen, ich leuchte hier ganz kurz einmal aus. Danach holen wir Erde und auf jeden Fall auch einen Grasblock, den wir hier unten dann einfach einsetzen. Und das machen wir dann für Kühe sowie, obwohl... Lohnt es sich für Kühe den Aufwand zu machen, da nochmal neues Gras rein zu platzieren? Weil letztendlich juckt es doch eh nicht, ob da Gras ist oder nicht. Wisst ihr, wie ich meine? So, naja, Leute, mal gucken. Ich würde sagen, ich gehe jetzt auch gleich erstmal schlafen, weil wie man sieht, ist Nacht. Schon wieder ist es Nacht. Ach man, ich glaube, in diesem Projekt ist nur Nacht. Wirklich jetzt. So Leute, ich habe jetzt hier von oben auch gleich nochmal neue Spitzhacken geholt, beziehungsweise eine neue Behutsamkeitsspitzhacke. Weil wie ihr seht, ist unsere fast kaputt, leider. Ist aber nicht zu ändern, so. Ist halt echt mies, so. Aber naja. Die Frage ist halt jetzt, lohnt es sich für die Kühe, da Erde hinzumachen oder lassen wir die Erde einfach weg? So, rein theoretisch brauchen die Kühe ja jetzt nicht zwingendst Erde, sondern eher so mäßig, ja, die Kuh braucht ja die Erde nur so aus Schönheitsidealen, würde ich behaupten. So, hier müssen wir jetzt das Viereck ausheben, damit die Farm auch bereit ist. Und dann können wir hier gleich Weizen und so anpflanzen. Mir geht es hier halt wirklich, Leute, nur um ein bisschen Weizen, damit wir die Kühe halt vermehren können. Ich will jetzt hier keine Ultra-Farm bauen. Theoretisch kann man das jetzt auch direkt oder könnte man das auch alles direkt automatisieren. Aber das machen wir irgendwann anders. Ich will jetzt wirklich erstmal nur eine kleine Farm für die Kühe haben. So, dann können wir nämlich hier wirklich gleich die Weizenkerne einfach direkt anpflanzen und sollten dann damit hoffentlich keine Probleme mehr haben. Ich denke mal, zwei so eine Weizenfelder reichen definitiv erstmal für eine Zeit aus. Beziehungsweise hoffe ich das, dass sie ausreichen. Sollte aber theoretisch wirklich ausreichen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir zu wenig Weizen haben werden. Obwohl, zu wenig Weizen hat man immer. Man kann immer mehr haben so. Aber für den Anfang, für das provisorische Denken, um erstmal überhaupt genügend Leder und Fleisch und so von den Kühen zu bekommen, sollte das definitiv ausreichen. Oh, hier fehlt sogar noch eine Reihe an Erde. Weil ich wollte jetzt gerade eigentlich die Zäune schon placen, damit das fertig wird, aber hier fehlt ja wirklich noch eine komplette Reihe an Zeugs. So, und dann kommen hier wie geplant auch die Zäune hin. Leider fehlt mir jetzt ein bisschen was in Zäunen, aber wir können ja einfach noch ein bisschen Holz holen. So, und hier kommen dann einfach ganz, ganz viele Zauntore rein. Einfach, weil wir es können, Leute, weil wir es haben. So, die unendliche Wasserquelle muss noch irgendwo anders hin. Und dann kommen hier, die Kühe gehen wie gesagt dann auf die Seite da. Obwohl... Nein, theoretisch wäre es schlauer, wenn die Kühe exakt auf die andere Seite kommen. Weil wir müssen ja noch die Schafe herbringen und die Schafe werden definitiv von da drüben kommen. Deswegen wäre es besser, wenn die Kühe einfach direkt nach hier drüben kommen. Einmal mitkommen, Jungs, hopp. Und dann seid ihr hier auch fertig drin, Alter. Oh, Leute, oh mein Gott. Ich war schon wieder richtig in meinem Bauwahn, wo ich komplett schön war. Ja, ich habe das jetzt hier alles so gemacht. Ist ganz schick. Ist jetzt keine 10 von 10. Aber wie gesagt, ist nur provisorisch. Hier sind die Kühe, da sind die Schafe, hier ist noch eine unendliche Wasserquelle, falls ich eine brauche. Hier kommen dann jetzt, wie gesagt, zieht sie rauf, falls hier genug Licht ist. Aber falls nicht, kriegen wir das auch schon in die Reihe. Und mir fällt auf, dass der komplette Raum übrigens asynchron ist. Aber ist jetzt egal. Mann, Wuffi! Schon zum 10. Mal, Leute. Mann, ist es gut. So, jetzt setze ich unten noch die Seeds und dann schauen wir mal, wie das alles aussieht. Ich habe oben übrigens auch gesehen und wir brauchen jetzt übrigens unseren lästigen Fahrstuhl. Ah! Wir brauchen jetzt unseren letzten Fahrstuhl, den ich auch noch verbessern muss. Oh mein Gott. Auch nicht mehr, denn wir können jetzt einfach hochfliegen. Oh. Wir brauchen leider 3 Raketen, um hochzukommen, aber es ist mir relativ egal. Weil ich so viel schneller oben bin, als wenn ich irgendwie über den Fahrstuhl gehe. Ich habe gesehen, ich habe übelst viel Bornmehl irgendwo.
Beziehungsweise übel, hier sind übel viele Knochen. Keine Ahnung, wo die herkommen. Aber es ist richtig, richtig viel und eine riesige Menge an Stuff einfach. Und dann haben wir ebenfalls hier unten, und das brauchen wir nämlich jetzt gar nicht mehr, das Fell. Wir haben hier unten noch ein Feld. Aber hier kann ich jetzt einfach alles abreißen, weil das brauchen wir eh nicht. Das kann ich nämlich einfach alles dann unten benutzen. Das ist ja absolut gar kein Problem. Und dann habe ich gleichzeitig hier gerade eben noch einen Fallschacht gebaut, der jetzt noch nicht in Gang ist. Aber jetzt gleich, wenn ich unten bin, ist er in Gang. Hopp. Und dann kann man hier direkt einfach einmal durchfallen. Und ist direkt unten bei den Kühen. Hallo, liebe Kühe. Theoretisch könnten wir hier auch mega easy, bin ich der Meinung, einfach einen Villager runtersetzen. Oder ransetzen und unten Minecarts hier drunter fahren lassen. Und dann wäre die schon automatisch komplett. Bin ich mir aber überhaupt nicht sicher, ob das dann komplett automatisch ist oder nur ein Stück. Und tatsächlich fehlen mir ein paar Seeds. Aber hier drüben will ich auch ein paar Kürbisse hier anpflanzen auf der Reihe. Trotzdem fehlen mir Seeds. Ja, und hier, hallo liebe Kühe, ihr könnt euch einmal vermehren, wenn ihr wollt. So, dann züchte ich jetzt hier gleich mal ein bisschen Weizen hoch. Und wenn die hochgesetzt oder hochgezogen sind und ich hier einmal abbaue, müsste das theoretisch schon komplett reichen, um das andere Feld komplett zu bewirtschaften, sowie hier einmal wieder nachzupflanzen. So, dann setze ich jetzt hier noch einmal ein paar Doppelkisten, beziehungsweise ein paar Kisten einfach hin. Damit ich hier immer die Seeds sowie das Weizen ablegen kann. Und das Knochenmehl kann ich hier eigentlich auch gleich reinlegen, dass, falls ich das mal brauche, ich da direkt drauf zugreifen kann. So, das gleiche machen wir natürlich hier, damit wir hier dann auch wieder eine ordentliche Lagerfunktion haben. Und schon ist unsere kleine Farm fertig. Kühe haben wir drin. Jetzt fehlt nur noch, ja, die Schafsanbindung. Aber eine Sache machen wir noch, Leute. Eine Sache machen wir heute noch. Denn hier geht ja ein Weg lang. Der ist genau hier. Und den Weg will ich so bauen, dass ich ordentlich da bei dieser Farm ankomme. Die Frage ist, wo ist die Farm? Ah, lol. Also das war jetzt ja mal richtiges Glück. Ja, dann können wir hier jetzt einfach mal kurz so einen Viererweg bauen. Machen dann einmal den Teil hier zu, beziehungsweise nicht komplett zu, aber wenigstens einen kleinen Teil komplett zu. Dann müssen wir das hier nur noch ausleuchten. Und dann haben wir sofort an eine direkte Wegverbindung zu einem Biom, wo es eigentlich jedes x-beliebige Tier gibt, was wir in irgendeiner Weise in der Zukunft brauchen werden. Heißt, Leute, Wollprobleme, Essensprobleme, alles ist ab jetzt gelöst. Damit brauchen wir uns nicht mehr umfassen. Ich denke mal, in einer der nächsten Folgen werden wir definitiv noch Schafe suchen und auch Schafe holen, damit es nämlich dann in dem Bezug auch definitiv vorangeht mit den Schafen. Und sobald wir die Schafe haben, fehlt ein Schafe haben wir. Dann fehlen Schweine noch. Schweine sind aber jetzt nicht so essentiell wichtig. Ist halt nur eine Essensquelle und Essen haben wir eigentlich zu 90%. Und sonst sowas Direktes gibt es dann eigentlich nicht mehr, was wir brauchen an irgendwie. Pferde könnte man noch über den Tunnel transportieren. Aber sonst haben wir ja eigentlich fast alles, was wir in irgendeiner Weise gebrauchen können. So genau. Und dann haben wir hier den Eingang bis zu den wunderschönen Schafen. Heißt, der Raum hier ist auch wunderschön. Hier passt alles. Hier ist alles auch noch voller Stuff. Irgendwann müssen wir mal ein Kistenlager machen, wo wir halt wirklich dann einfach den Stuff einsortieren lassen über ein automatisches System oder so. Ja, aber hier haben wir den Stuff. Ich würde sagen, ich kümmere mich um die kaputte Spitzhacke auf jeden Fall nochmal, weil ich habe ja eine Spitzhacke kaputt gemacht. Die habt ihr ja teils gesehen, hier die hier. Versucht die ein bisschen mit den Villager-Leveln hochzubringen. Und ja, dann hoffe ich, euch hat es gefallen. Vielleicht werde ich in der Zwischenzeit der Folgen jetzt gleich auch nochmal die ganzen Kühe etc. vermehren, aber da muss ich mal gucken. Und ja, ich würde sagen, ich hoffe, wir sehen uns morgen 17 Uhr wieder. Morgen oder wahrscheinlich in den nächsten Folgen geht es dann ran, die Schafe zu vermehren oder die Schafe überhaupt ranzubringen. Und ja, war wieder ein bisschen lästig alles. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis dann und ciao, meine Freunde.